Hat der Industriemeister noch Zukunft oder ist das ein Auslaufmodell der IHK? In diesem Video sprechen wir darüber. Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Industriemeister zu machen und bist du nicht sicher, ob diese Qualifikation in der Zukunft noch gebraucht wird? Ist es noch notwendig, einen Industriemeister zu machen? Oder ist das vielleicht eine Qualifikation, wo man sagt, ja, das gibt schon so viel und so ist so alt und ach, irgendwann gibt es dann eh nicht mehr den Industriemeister, es wird was Neues geben. Das schauen wir uns mal näher an und wir wollen uns mal ein bisschen beleuchten. So, der Zeitpunkt, wo wir dieses Video hier drehen, ist jetzt August 2022. Den Industriemeister, ich weiß nicht, wann der gegründet wurde oder wann der erstellt wurde. Die aktuelle Prüfungsordnung der Industriemeister Metall ist von 1997, ne? Also schon eine ganze Weile her. So, macht das jetzt Sinn, Industriemeister zu machen? Wie alt ist der? Ja. Vor einigen Jahren, sagen wir mal so vor 10 Jahren, gab es eine sehr große, starke Bewegung in Deutschland, wo auf einmal alle studieren wollten. Ja? Das heißt, wenn wir nochmal 20, 30 Jahre zurückgehen, dann war das Studieren ein Privileg von einer Minderheit von Menschen, von wohlhabenden Familien oder von Akademikerfamilien, wo die Eltern schon studiert haben und dann haben die Kinder auch studiert. Und ja, Kinder und Schüler, die aus, ich sag mal, Verhältnissen kommen, wo es keinen Akademiker gibt, da war es eher sehr unüblich zu studieren. Ja, jetzt hat aber unsere Bundesrepublik Deutschland einiges dafür getan, Bildung für alle zugänglich zu machen und die Voraussetzung zu studieren wurde immer einfacher. Das heißt, es gab eine Riesenbewegung, dass die jungen Menschen alle studieren wollten. Und so gab es dann noch einen zweiten Effekt, das ganze Thema mit dem Bachelor und Master. Vorher gab es ein Diplom, dann Bachelor und Master. Und der Bachelor ist von der Niveaustufe unter dem Diplom. Früher gab es das Diplom, dann der Bachelor war da drunter und der Master ist wieder da drüber. Dann war natürlich auch die nicht nur die Zulassungsvoraussetzung aus, sondern auch die Schwierigkeit mit dem Bachelor ein bisschen einfacher als beim Diplom. Ja, und da, auch das war nochmal so ein Effekt, wo viele dann gesagt haben, okay, ich möchte studieren. So, das gab dann vor 15, 20 Jahren diese Welle vor 10 Jahren schon, dass alle studieren wollten. Ja? Und wir haben viele Ausbildungsleute oder Personen, die eine Berufsausbildung gemacht haben, die dann Fachabi nochmal per Abendschule nachgeholt haben und die haben dann ein Studium gemacht, in der Hoffnung, mehr Geld zu verdienen. Ja? Wie ist die Situation in den letzten Jahren? Wie ist die Situation in 2022? Wir haben sehr, 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 sehr viele Akademiker. Aber wir haben in der Produktion, ne, Deutschland ist ein Industrieland, Personalmangel in der Industrie. Ja? Also nicht nur in der Medizin, was man durch Corona kennt, nein, wir haben auch Personalmangel in der Industrie. Wir finden keine Menschen mehr, die unsere Maschinen bedienen. Wir finden keine Menschen mehr, die Industrie, die Meister machen. Und da kommt nämlich der Industriemeister ins Spiel. Wir haben Personalmangel. Ja? Aber das Blatt wandelt sich. Wir brauchen ganz, ganz dringend die Menschen in der Produktion. Wir brauchen ganz dringend die Menschen in der Industrie, weil wir einfach diesen Mangel haben. Wir können einfach diese Bedarfe der Kunden des Marktes nicht mehr decken. So. Das heißt, du siehst an diesem ersten Punkt schon, es ist super wichtig, dass wir Industriemeister bekommen, dass wir Personal, diesen Fachkräftemangel in der Industrie decken. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dafür ist diese Qualifikation super wichtig. Weil Akademiker haben wir genug. Und ich bin mir sicher, so wie sich das entwickelt, wird irgendwann auch ein Handwerker, ein Dachdecker, eine Person, die besondere Fähigkeiten hat, mehr verdienen als ein Akademiker, als ein Betriebswirtschaftsakademiker, der in einem Büro sitzt. Und das ist einer von Millionen Akademikern. Aber der Handwerker, der da ein neues Treppengeländer fertigen kann, Einzelfertigung, genau auf deinen Kundenwunsch, für dein Haus, der wird nachher mehr verdienen als ein Akademiker, der Zahlen schubst, wie jeder andere Betriebswirtschaftsstudierende auch. So, zurück zum Industriemeister. Ist der zukunftsträchtig? Ja, wir haben Personalmangel, der ist super, super wichtig für die Industrie. Das heißt, du gehst ja auch als Industriemeister in die Führungsrolle, ja, rein. Und wir brauchen natürlich auch Menschen, Industriemeister, die unser Personal, unsere Mitarbeiter führen. Und dazu natürlich auch die Qualifikation.
Ein zweiter Indikator, der dir sagt, Industriemeister ist kein Auslaufmodell, Industriemeister ist super, super wichtig und zukunftsträchtig. Der Industriemeister hat Zukunft und wird sogar immer stärker platziert in der Industrie. Das ist das Thema Fachrichtung. Selber war ich etwas überrascht. Ich habe schon einige Prüfungen abgenommen als Prüfer und da habe ich beispielsweise einmal eine Vertretung übernommen für Industriemeister Fruchtsaftgetränke. Fruchtsaftgetränke. Normalerweise kennt man diese Klassiker Industriemeister Metall, Elektro oder auch den Logistikmeister. Das sind so die Klassiker. Ja. Jetzt machen wir mit der Bildungsfabrik auch sehr, sehr viel Nachhilfe und wir haben Kunden, da gibt es, die machen Industriemeister Kunststoff und Kautschuk. Es gibt Industriemeister Pharmazie, es gibt Industriemeister Chemie. Ich habe jetzt gelernt, es gibt Industriemeister Süßwaren. Wir haben Kunden, die arbeiten beispielsweise, der eine bei Ferrero, ne, diese Süßigkeiten Ferrero. Wir haben einen Kunden, der arbeitet bei Lindt, der Lindt-Schokolade. Ja, also es gibt Industriemeister Süßwaren, es gibt Industriemeister Holz, Glas, Sicherheit. Letztens hat sogar einer unter einem YouTube-Video gepostet, ob das auch für Industriemeister Fahrzeuginnenausstattung geht. Industriemeister Textil gibt es auch. Also ich könnte jetzt unendlich weitermachen. Was will ich dir damit sagen? Was ist die Botschaft? Der Industriemeister ist so wichtig und ist so zukunftsträchtig, dass die IHK, ja, die ist ja auch eine große Säule in unserer Wirtschaft, immer weitere Fachrichtungen veröffentlicht oder ins Leben ruft. Ja? Der Industriemeister als Führungsperson ist so wichtig, dass wir mehr davon brauchen. Das ist ganz bewusst gemacht. Wir brauchen mehr davon. Aber bei Lindt, bei Ferrero, bei diesen großen Firmen, ist ja nicht unbedingt so, dass wir einen Industriemeister Metall brauchen, sondern wir brauchen grundsätzlich eine Industriemeister-Ausbildung. Bei der BQ ist das ja eh alles gleich. Und bei der HQ ist es dann so, dass wir ein paar spezifische, wichtige Themen brauchen. Und deswegen gibt es neue Fachrichtungen, wie beispielsweise Industriemeister Süßwaren, wo man sagt, okay, genau für diese Lebensmittelbranche, für Süßigkeiten, da kann ich einen Industriemeister Süßwaren gebrauchen. Im Übrigen, Industriemeister Lebensmittel gibt es natürlich auch. Ist nämlich immer die Frage, welcher Schulungsanbieter bietet das an? Das, nicht jeder bietet alles an. Aber das ist auch nicht die Botschaft jetzt von diesem Video. Die Botschaft ist, oder die Frage war, ist der Industriemeister zukunftsträchtig? Ja, ist er. Zum einen haben wir Fachkräftemangel, wir haben Personalmangel und wir haben eine massive Ausdehnung, eine massive Erweiterung der Fachrichtungen zu verzeichnen. Das ist ganz deutlich erkennbar, dass es immer neue Fachrichtungen gibt. Die IHK ist da wirklich sehr stark dabei, neue Fachrichtungen auf den Markt zu bringen, damit man genau Industriemeister da einsetzen kann, wo man sie braucht. Das heißt, wenn du noch überlegst, soll ich Industriemeister machen, hat der Zukunft, ist der wichtig? Ja, ist er, auf jeden Fall. Also du kannst mit gutem Gewissen deinen Industriemeister starten. Wenn du jetzt wissen willst, wie das auch für dich aussehen kann, wie du Industriemeister werden kannst, dann melde dich doch gerne bei uns. Und wir können übrigens alle Fachrichtungen ausbilden. Das heißt, selbst wenn du eine exotische Fachrichtung hast, kein Problem, lass uns drüber sprechen. Trag dich in das Kontaktformular ein. Wir nehmen mit dir Kontakt auf. Und dann werden wir bald schon ein persönliches Gespräch miteinander führen. Ich freue mich auf das Gespräch. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan.